Auf der einen Seite das Bundeskanzleramt, seit der Corona-Krise praktisch täglich Ort zumindest einer Pressekonferenz zum Thema Nummer 1. Schräg gegenüber die Präsidentschaftskanzlei, Arbeitsplatz des ersten Mannes im Staat, Alexander van der Bellen. Erst gestern spricht er von dort den Menschen Mut zu. Nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal. ZIP-Chefredakteur Matthias Schromm hat mit Alexander van der Bellen gesprochen, wie er die Corona-Krise erlebt als Staatsoberhaupt und als Mensch. Also als Person war ich genauso schockiert wie alle anderen auch. Was passiert ist, als Bundespräsident musste ich feststellen, im Laufe des Jahres verändert sich auch mein Alltag. Also zum Beispiel, wir haben Besprechungen mit weniger Leuten, man sitzt weiter auseinander, wenn sie überhaupt hier stattfinden. Wenn ich mit ausländischen Kollegen, also ausländischen Präsidenten oder dem belgischen König neulich sprechen will, dann telefonieren wir oder machen eine Videokonferenz. Ist okay, aber es ist nicht dasselbe wie ein persönliches Treffen. Besonders in heiklen Angelegenheiten kann man auf das persönliche Treffen eigentlich nicht verzichten, es musste aber sein. Also habe ich einen Riesenrückstau bei Persönlichkeiten, die mich hier in Wien besuchen wollen, was schon längst vereinbart war, und umgekehrt natürlich auch. Das ist nur ein Beispiel dafür, was sich alles verändert hat. Auch für mich im Zuge dieser Pandemie. Wenn Sie sagen, man kann trotzdem auch irgendwie, wenn man jetzt zurückblickt auf diese 12 Monate, die Pandemie oder unsere Erfahrungen irgendwie auch in Phasen einteilen. Am Anfang war ja ein sehr starker Zusammenhalt, auch gesellschaftlich. Ja. Dann war eigentlich ein relativ normaler Sommer für viele, manche sagen ein zu normaler vielleicht. Und jetzt ist die Stimmung schon eine ganz andere, auch wenn man den Blick zum Beispiel auf die Demonstrationen wirft. Ja, das habe ich auch so erlebt. März, April, in den Mai hinein noch. Der Lockdown mit den entsprechenden Einschränkungen, dann die Erfahrung der Salzburger Festspiele, die ja, wenn auch in eingeschränkten Rahmen und anders als sonst stattgefunden haben, nicht ein einziger Infektionsfall, also nach wie vor Gratulation. Der Sommer über war eigentlich, habe ich das Gefühl, für viele schon fast Normalität. Ja? Und das hat uns in Sicherheit, wie sagt man, gewiegt. Der letzte Staatsbesuch war hier in Wien Mitte September. Das war schon ein Grenzfall, glaube ich, im Nachhinein gesehen. Und dann haben wir unterschätzt, wie schnell das geht mit der Dynamik, mit der geradezu explosiven Dynamik, die dann Ende November, Anfang Dezember den Höhepunkt erreicht hat. Also man sieht, wie soll ich sagen, man lernt mit der Krise. Man lernt das Virus besser kennen, man lernt die Geschwindigkeiten besser kennen, man lernt die Risiken besser kennen. Und mittlerweile, finde ich, haben wir auch in Österreich so viel Wissen, dass wir uns viel besser darauf einstellen können. Aber wir wissen gleichzeitig auch noch nicht genug. Derzeit, heute, ist, glaube ich, die sogenannte 7-Tages-Inzidenz ungefähr bei 210 oder so. Damit kann man noch leben, aber was ist, wenn sie weiter so fortschreitet wie in den letzten 3 Wochen? Das sind schwere Entscheidungen, die die Politik hier jeweils zu treffen hat. Sehr schwierig. Sie haben das gestern irgendwie Grant genannt, was man irgendwie bekommen ja. kann. Trotzdem, wie schafft man es denn, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, möglicherweise auch in der Politik, das war ja auch einmal ganz anders, als es sich in den letzten Wochen dargestellt hat, dass das irgendwie wieder ein Ziehen an einem Strang und nicht an sehr vielen verschiedenen Strängen wird? Vielleicht ist es eine Lebensweisheit, die man im Alter kriegt. Als junger Mensch war ich auch aufbrausend und teilweise jähzornig. Aber jetzt frage ich mich, so eine Krise kann erstens einmal auch eine Chance sein, sich neu zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und zweitens, was bringt es, in Depression zu verfallen oder sich nur das Schlimmste vorzustellen, was noch passieren kann? Ist es nicht viel besser, den Rest an Mut und Zuversicht, den man spürt, den man hat, sozusagen zusammenzunehmen und daran zu denken, es wird aber auch eines Tages vorbei sein. Wir wissen nicht genau wann, es kann ein paar Monate dauern, es kann bis zum Ende des Jahres dauern, ich bin auch kein Virologe, aber wir werden das unter Kontrolle bringen. Davon bin ich fest überzeugt. Und diese, wie soll ich sagen, diese
Ich spüre ja auch in mir diese Unlust, diese, wie haben Sie gesagt, Grant hin und wieder. Ja? Da muss man schon aufpassen, auch im täglichen Umgang. Das spüre ich auch. Aber wichtig ist es, sich zusammenzunehmen und zu sagen, es wird vorbeigehen. Wir werden mehr wissen als vorher. Wir werden die Statistiken besser einschätzen können. Wir werden das Virus besser einschätzen können. Und wir werden uns vielleicht dann auch fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? War es nicht unser Umgang mit der Natur, der dieses Virus erst sozusagen auf den Menschen angesetzt hat? Sie haben sich immer sehr optimistisch gezeigt. Optimismus ist etwas, was auch die Wirtschaft braucht. Im Moment hat man aber nicht so das Gefühl, dass die Stimmung wahnsinnig optimistisch ist. Also auch wenn man mit Blick auf Umfragen sich das anschaut, dann würde ich sagen, so schlecht war die Stimmung eigentlich noch nie. Sei es, was das Tragen oder Mittragen der Maßnahmen durch die Bundesregierung anlangt, sei es eben die Demonstrationen, die mehrere, aber sei es auch, wenn man Befragungen macht, wie optimistisch die Leute in die Zukunft blicken. Wie schafft man es da, optimistisch zu bleiben oder wie kann das gelingen? Aber gerade weil die Umfragen so sind, bemühe ich mich, etwas Gelassenheit und Ruhe auszustrahlen. Es ist ja verständlich, die einen fürchten um ihren Job, die anderen haben ihren Job schon verloren, die anderen wissen nicht, wie es mit der Kurzarbeit weitergeht und die Unternehmen, die jetzt Entscheidungen zu treffen haben, wann und wo treffe ich die nächste Investition, für die ist diese Unsicherheit ja auch ganz schlimm. Also, dass jetzt niemand wahnsinnig guter Dinge ist, das kann man ja nur nachvollziehen. Von den Kindern und Jugendlichen ganz zu schweigen, die sehr viele unter depressiven Verstörungen zu leiden hatten und haben, weil Schule nicht, Freunde, Freundinnen nicht treffen und so weiter und so fort. Also es sind alles ernstzunehmende Dinge. Aber eines Tages wird es vorbei sein. Man darf, glaube ich, sagen, dass Sie älter sind, aber trotzdem in der Pandemie ist es sehr oft um ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger gegangen und nicht so sehr um die Jungen, die Sie jetzt gerade ansprechen. Da gibt es Untersuchungen der Donau-Uni, wonach sogar viele Jugendliche depressive Verstimmungen oder Depressionen erleiden. Wie kann man denn das ändern, dass man stärker vielleicht den Fokus darauf legt, auch vielleicht bei den Maßnahmen auf die Jüngeren, die offensichtlich schwerer damit zurechtkommen wie die Älteren mit dieser Pandemie? Schwerer würde ich nicht unbedingt sagen, aber sie leiden genauso unter dem Mangel an persönlichen Kontakten wie jemand, der vielleicht in einem Altenheim lebt und plötzlich seine Verwandten nicht mehr zu Besuch kommen können. Wichtig fand ich, dass die Kindergärten nach Möglichkeit offen sind. Wichtig fand ich, dass der Schulbetrieb wieder losgeht. Bei allen Problemen, die damit verbunden sind. Aber es ist besser, ein bisschen physischen Unterricht und ein bisschen Digitalunterricht zu haben, als gar keinen Unterricht. Und wenn ich jetzt Unterricht sage, muss ich mich schon gleich korrigieren, weil mir geht es nicht so sehr um den sogenannten Lernstoff. Das ist schon auch wichtig, aber das kann man nachholen. Was man viel schwerer nachholen kann, das sind die persönlichen Kontakte mit den Freundinnen und Freunden. Was mich noch interessieren würde, Sie haben vorher gesagt oder angedeutet, in der Politik ist es nicht leicht. Jetzt nehme ich an, verfolgen Sie natürlich die Tagespolitik, ohne die jetzt näher kommentieren zu können oder wollen als Bundespräsident. Trotzdem, auch da hat sich die Stimmung nicht unbedingt verbessert im Laufe dieser Zeit. Sind Sie da auch so optimistisch wie in anderen Bereichen? Ich habe noch niemand getroffen, der auf die Frage, na, willst du denn diese Entscheidungen laufend treffen, gesagt hätte, ja, das möchte ich gerne. Man muss sich ja den Druck vorstellen, in dem alle Regierungen, nicht nur die österreichische, auch die deutsche, die französische, überall auf der Welt quasi, wo dieses Virus grassiert, vor enorm schwierigen Entscheidungen jeweils stehen. Und schwierig deswegen, weil man nicht genug weiß. Es sind laufend, der Ökonom würde sagen, laufend Entscheidungen unter Unsicherheit zu fällen. Ja? Entscheidungen, gut, wenn ich ein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit habe, was ja in Österreich verfassungsrechtlich abgesichert ist, aber ich habe auch ein Grundrecht auf Gesundheit, auf Leben. Und wenn diese beiden Ziele, diese beiden Rechte, Freiheit, diese beiden Grundrechte in Konflikt miteinander stehen, wie treffe ich jetzt sozusagen die in der Balance richtige Entscheidung, die Gesundheit zu schützen, aber gleichzeitig die Versammlungsfreiheit nicht komplett außer Acht zu lassen? Und da würden viele von uns vielleicht jetzt
andere Gewichtungen machen, eine andere Balance anstreben als die Regierung. Es nutzt aber nichts, die Entscheidung muss getroffen werden. Ja? Und unter diesem Stress stehen alle Regierungen da. Beneide ich wirklich niemand. Das ist schon ein ganzes Jahr, das müssen Sie sich einmal vorstellen. Wenn wir jetzt trotzdem, Sie haben es vorher auch gesagt, irgendwann wird diese Pandemie zu Ende sein, wenn wir jetzt sozusagen über den pandemischen Tellerrand hinausblicken wollen. Was glauben Sie denn, was bleibt dann sozusagen im Rückblick auf diese Zeit, zu dieser Pandemie? Ist das nur Negatives oder gibt es da auch Positives, was man vielleicht mitnehmen könnte? Es hat sich schon ein bisschen was getan. Ich habe den Eindruck in Österreich zum Beispiel, dass sich das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und den Sozialpartnern verbessert hat im Laufe des letzten Jahres. Es bleiben Dinge über, die vielleicht klein scheinen mögen, die aber nicht unwichtig sind für die betroffenen Menschen. Also Homeoffice hat sich in bestimmten Bereichen bewährt. Das ist eine Frage der Vereinbarung zwischen Betrieb und Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, wird vielleicht nicht so ausgeprägt sein, wie es jetzt ist, aber es war ein interessantes Experiment. Und da, wo es funktioniert, spart es unter anderem Räume für die Firma. Also hat auch betriebswirtschaftliche Effekte. Das ist vielleicht ein Punkt. Es wird in Zukunft, glaube ich, schon jeweils erwogen werden, wenn jetzt ein Meeting ansteht mit meiner Tochterfirma, keine Ahnung, in der Ukraine, sagen wir, muss ich unbedingt hinfliegen oder genügt auch eine Videokonferenz? Ich glaube, das hat sich schon gezeigt, dass bei Meetings, wo es um Information geht und nicht so sehr um Verhandlung, dass ich das dann genauso bewerte, muss ich nicht unbedingt hinfliegen. Und das Dritte, was, glaube ich, unterschätzt wird, wir haben in der Europäischen Union ja im Zuge der Maßnahmen gegen die Epidemie, gegen die Pandemie, ein 750-Milliarden-Paket geschnürt, das jetzt auf originelle Weise finanziert werden wird, nämlich auf dem Kapitalmarkt. Und das kann Folgewirkungen haben, die für die europäische Integration derzeit überhaupt nicht abschätzbar sind. Und ich glaube, positive Effekte. Ja? Also es dauert noch, bis das alles Wirklichkeit wird. Aber in meinen Augen war das etwas, wo sich die Europäische Union wieder bewährt hat.